Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Der neuen fusionierten österreichischen Krankenkasse werden Milliardendefizite vorhergesagt. Der österreichische Patient. Woher kommen die Verluste? Wo wird künftig gespart? Und was wurde aus der viel zitierten Patientenmilliarde? Dazu ist der Generaldirektor der ÖGK, Bernhard Wurzer, live im Studio. Alles unter Kontrolle, wie die chinesischen Behörden mit totaler Überwachung gegen die Corona-Epidemie kämpfen. Eine Reportage über den Alltag in Peking. Franziskus allein zu Haus. Das neue Buch des Vatikanexperten Marco Politti zeichnet das Porträt eines einsamen Papstes im Kampf gegen Reformgegner in der Kirche. Es war eines der wichtigsten Projekte der alten türkis-blauen Koalition. Mit 1. Jänner sind aus den 21 verschiedenen Sozialversicherungen in Österreich nur mehr 5 geworden. Die mit Abstand größte von ihnen ist die ÖGK, die österreichische Gesundheitskasse, die aus den 9 Gebietskrankenkassen in den Bundesländern entstanden ist. 7,2 Millionen Menschen sind bei der ÖGK versichert. Von der Kassenfusion hatte sich die alte Regierung enorme Einsparungen versprochen. Insgesamt eine viel zitierte Patientenmilliarde. Aber vorerst wird die ÖGK mal Verluste machen. Dieses Jahr sollen 175 Millionen fehlen und in den nächsten Jahren noch viel mehr. Gesundheitsminister Anschober verlangt deshalb jetzt einen Kassensturz und lädt für morgen Abend zu einem runden Tisch. Denn wer und was für die Verluste verantwortlich ist, darüber wird heftig gestritten. Woher kommt das Minus und wie wird man es wieder los? Hier bei der neuen Gesundheitskasse sorgt die Finanzvorschau für Sorgenfalten. Auch mit viel Einsatz von Steuergeld waren die Bilanzen der Krankenkassen in den letzten Jahren deutlich positiv. Bis auf ein Minus bilanzierten die Krankenkassen seit 2009 im Plus. Doch seit dem letzten Jahr geht es nach unten. Und auch der Ausblick ist deutlich negativ. Mehr als eine halbe Milliarde Euro Minus droht im Jahr 2024. Für die frühere Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse und SPÖ-Gewerkschafterin hat das Minus einen Grund. Zum Beispiel wurde beschlossen, dass die Privatspitäler mehr Geld bekommen. Es wurde beschlossen, dass die Unfallversicherung weniger Beiträge an die Gebietskrankenkasse, an die Gebietskrankenkassen leisten für die Arbeitsunfälle, die versorgt werden von den Krankenkassen. Außerdem stocke, so Reischl, die Gesundheitsreform. Als Beispiel nennt sie den Rahmenvertrag mit Pharmafirmen, der ausgelaufen ist und bisher 80 Millionen Euro in die Kasse der ÖGK gespült hat. Die Gesundheitskasse verweist auf zahlreiche Angleichungen von Leistungen nach oben und damit Mehrkosten. Bundeskanzler Kurz, der noch zu Beginn der Reform eine Patientenmilliarde versprochen hat, bleibt auch trotz der düsteren Finanzaussichten heute Abend im ORF-Report dabei. Die Milliarde kommt. Diese Milliarde wird es auch nicht in einem Jahr geben, sondern wie wir angekündigt haben, auf mehrere Jahre. Und dieses Geld wird verwendet, um es direkt den Patienten zukommen zu lassen. Sozialminister Rudolf Anschober von den Grünen widerspricht aber dem Kanzler. An die Patientenmilliarde glaubt er nicht. Ich sehe sie bisher nicht, aber wir werden beim runden Tisch mehr wissen, mehr von diesen Zahlen und Fakten auf den Tisch kriegen. Allein was mir wichtig ist, am Schluss darf nicht der Patient übrig bleiben, sondern es muss klargestellt sein, es darf zu keinen Verschlechterungen der Versorgungsqualität für die Patientinnen und Patienten kommen. Wenn ich Sie da richtig verstehe, Selbstbehalte wird es mit Ihnen nicht geben. Mein Ziel ist das absolut nicht. Der Verwaltungsrat der ÖGK hat jedenfalls schon heute Abend mit den Stimmen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgebervertreter beschlossen, dass das Management der Kasse Maßnahmen ergreifen muss, um das Minus abzuwenden. Die Befürchtung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter, am Ende werden sich die Versicherten selber die Rechnung zahlen müssen. Und live bei mir im Studio ist jetzt der Generaldirektor der österreichischen Gesundheitskasse, Bernhard Wurzer. Guten Abend, danke fürs Kommen. Guten Abend. Herr Generaldirektor, beginnen wir mit diesem Beschluss Ihres Verwaltungsrates von heute Nachmittag. Bedeutet der, dass Sie jetzt doch schon dieses Jahr kein Defizit machen dürfen? Vielleicht, Herr Wolf, gestatten Sie mir, bevor ich die Frage beantworte, einen Satz. Es haben in den letzten 9 Monaten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitskasse daran gearbeitet, dass diese Fusion für die Versicherten reibungslos funktioniert. Wir haben keine nennenswerten Ausfälle gehabt, das hat alles funktioniert. Wir haben 18.000 Formulare harmonisiert, wir haben E-Mail-Adressen geändert, 19.000 E-Mail-Adressen, 400 Ansagetexte für die Versicherten harmonisiert und zusammengeführt.
Das haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verdient, wie derzeit die Diskussion läuft. Gut, das waren 5 Sätze. Meine Frage war jetzt, bedeutet dieser Beschluss Ihres Verwaltungsrates, dass Sie dieses Jahr kein Defizit machen dürfen? Dieser Beschluss meines Verwaltungsrates ist ein Beschluss, der ganz normal ist, wenn man eine Gebrauchsvorschau präsentiert, die einen Verlust prognostiziert, nämlich das Management aufzufordern, sich zu überlegen, wie kann man diesen Verlust in den nächsten Jahren reduzieren. Denn die Aufgabe eines Managements ist es dann letztlich, den Versicherten, aber auch dem Verwaltungsrat, eine Bilanz vorzulegen, die ein ausgeglichenes Budget vorsieht. Man muss bei diesen Prognosen auch immer sehr vorsichtig sein, denn Prognosen sind das Worst-Case-Szenario, wenn man so sagen will. Das heißt, das ist das Szenario, was passiert, wenn vom heutigen Tag an das Management, aber auch der Verwaltungsrat keine Maßnahmen setzt. Die österreichische Gesundheitskasse ist mit heutigem Tag gerade mal 50 Tage alt. Wir haben im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Gesundheitskasse einen guten Start hinlegt. Das ist uns gelungen. Und jetzt geht es darum, für die Versicherten Leistungen zu verbessern, Leistungen zu harmonisieren. Wir haben bereits in den ersten 50 Tagen eine neue Satzung beschlossen, die eine Harmonisierung im Ausmaß für diesen Zeitraum von über 100 Millionen Euro vorsieht, 20 Millionen pro Jahr, die den Versicherten zugutekommen, wo wir Leistungen verbessert haben. Und jetzt sagen Sie, Sie sind gut gestartet. Diese Prognose sagt, Sie starten mit einem Defizit dieses Jahr von 175 Millionen. Jetzt versprochen wurde ja bei dieser Fusion diese berühmte Patientenmilliarde. Stattdessen sprechen Sie jetzt davon, dass Sie den Gürtel enger schnallen müssen. Wie passt das zusammen? Ja, wir haben die Aufgabe, nach innen hin den Gürtel enger zu schnallen, auch gemeinsam mit unseren Vertragspartnern, mit allen Beteiligten im System zu versuchen, wie kann es uns gelingen, die österreichische Gesundheitskasse wieder in schwarze Zahlen zu führen. Wenn man sich die Vergangenheit anschaut, der Gebietskrankenkassen, wie sie sich entwickelt hat, so waren wir 2008, 2009 mit allen Gebietskrankenkassen knapp davor, dass Kassen einen Insolvenzantrag stellen müssten. Dann gab es ein Kassensanierungspaket und jetzt sind wir sozusagen im Wellental wieder durch, wo wir sagen, okay, das ist die Ausgangslage, das haben wir auch durch die Fusion der Kassen jetzt übernommen und in den ersten 50 Tagen haben wir den Kassensturz durchgeführt, der auch vom Herrn Minister gefordert wurde und jetzt müssen wir die ersten Schritte setzen, wie es uns gelingt, in dieser Frage durch ganz gezielte Maßnahmen für die Versicherten auch die Bilanz so zu gestalten, dass wir in den nächsten Jahren eben nicht dieses Defizit machen. Das sagen jetzt die Arbeitnehmervertreter, Sie haben das nicht so übernommen. Übernommen haben Sie mal Rücklagen von 1,4 Milliarden, aber da streiten Sie jetzt irgendwie seit Tagen darüber. Die Frage ist ja, was müssen Sie jetzt tun? Da sagt die Gewerkschaft, und auch die Opposition, das Wichtigste wäre ein sogenannter Risikoausgleich zwischen diesen 5 neuen Kassen. Die haben nämlich nicht die gleichen Startvoraussetzungen. Die Beamten oder die selbstständigen Kassen haben es einfacher, weil die Beiträge sind dort höher und die müssen auch keine Arbeitslosen- oder Mindestsicherungsbezieher versichern. Und deswegen wäre es nur fair, sagen die Arbeitnehmer, wenn es hier einen Ausgleich von den reicheren Kassen zur ÖGK gäbe, die da einen Startnachteil hat. Das müsste ja ganz in Ihrem Sinne als ÖGK-Direktor sein. Sie haben im Grunde nach recht, dass es unterschiedliche Ausgangslagen gibt. Es gibt aber auch 2 wesentliche unterschiedliche Ausgangslagen der Selbstständigen und der Beamten, die wir als ÖGK nicht wollen. Beide haben nämlich Selbstbehalte für den Besuch beim Arzt. Da komme ich gleich dazu. Die Frage nach diesen Ausgleichszahlungen. Soll es so einen Risikoausgleich geben zwischen den anderen Kassen und Ihrer? Ich denke, man muss das mit Vorsicht genießen. Der größte Risikoausgleich ist bereits passiert durch die Kassenfusion. Denn wenn Sie sich anschauen, wie die Beitragseinnahmen der neuen Gebietskrankenkassen unterschiedlich pro Versicherten waren und auch wie die Ausgaben für die Versicherten pro Versicherten in jedem Bundesland waren, so war das sehr, sehr unterschiedlich. Der erste Schritt ist jetzt, diesen Risikoausgleich innerhalb der Kassen durchzuführen, zu schauen, dass wir mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, auch auskommen. Und dann kann man darüber philosophieren, wie geht es in Zukunft weiter. Aber jetzt ist einmal das Entscheidende, mit dem jetzigen Geld, so wie es jetzt vorliegt, auszukommen. Aber spricht da jetzt mehr aus Ihnen der ÖGK-Direktor oder doch der langjährige ÖVP-Funktionär? Weil man würde ja doch eigentlich meinen, als ÖGK-Direktor müsste ein Interesse an diesem Risikoausgleich haben. Wissen Sie, ich bin kein Funktionär, ich bin Manager. Und als Manager habe ich gelernt, mit dem Geld, das man mir zur Verfügung steht, auszukommen. Die gesamte Sozialversicherung hat keinen Einfluss auf die Einnahmen, sie hat einen Einfluss darauf, wie sie die Ausgaben gestaltet. Mit den Einnahmen müssen wir versuchen, die Ausgaben so zu gestalten, dass wir auch auskommen. Das ist die Aufgabe des Managements. Messen Sie mich an der Frage, wie wir die österreichische Gesundheitskasse managen und nicht, wie die politische Diskussion läuft. Das ist anderen vorbehalten. Ich bin kein Politiker. Okay, jetzt fürchten die Arbeitnehmer, dass es zu Einschränkungen bei den Versicherten kommen könnte. Ein möglicher haben Sie schon genannt, nämlich Selbstbehalte. Können Sie garantieren, dass es in der ÖGK in den nächsten 5 Jahren, in denen Sie Generaldirektor sind, keine Selbstbehalte bei Arztbesuchen geben wird? Also ich habe das schon einmal ausgeschlossen, dass das Management mit Sicherheit keine Vorschläge machen wird, wo wir für Arztbesuche
Arztbesuche Selbstbehalte einheben wollen. Es ist übrigens auch Teil des Regierungsprogramms, keine neuen Selbstbehalte einzuführen. Also auch der politische Auftrag ist ja ganz klar, dass wir nicht in Selbstbehalte gehen, sondern dass wir versuchen wollen, auf andere Maßnahmen Geld zu lukrieren, damit wir neue Leistungen, die wir ja schon auch beschlossen haben, auch tatsächlich für die Versicherten zugutekommen lassen. Können Sie ausschließen, dass es Beitragserhöhungen für die Versicherten geben wird? Das ist eine Frage des Gesetzgebers, aber auch da vermute ich, nachdem die Regierung sich festgelegt hat, keine Beitragserhöhungen zu machen, dass das nicht kommt. Aber das ist eine Frage der Bundesregierung, nicht eine Frage der österreichischen Gesundheitskasse. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen nicht bei den Versicherten kürzen, sondern zum Beispiel bei den künftigen Honorarverträgen für Ärzte. Das erzürnt jetzt verständlicherweise die Ärztekammer. Vor allem aber wird es Ihnen wohl nicht dabei helfen, den großen Mangel an Kassenärzten zu beseitigen, oder? Naja, man muss zwei Sachen sagen. Es geht nicht um Einsparung, sondern wir haben drei große Ausgabenpositionen. Eine Ausgabenposition, die wir haben, ist im Bereich der Spitäler. Das ist pauschaliert, da gibt es einen Fixbetrag, an dem können wir nicht rütteln. Die zweite Ausgabenposition sind die Medikamente. In diesem Bereich gibt es eine Preispolitik, die vom Dachverband, Hauptverband gemacht wird. Und es gibt eine Mengenkomponente. Und die Mengenkomponente hängt auch von den Ärzten, die verordnen, ab. Und die dritte große Ausgabenposition sind die Ärztehonorare und die Ärzte. Und da geht es nicht darum zu sparen, sondern es geht darum, gemeinsam mit den Ärzten über neue Honorierungsmodelle, über andere Honorierungsmodelle, über Zusammenarbeitsformen, Maßnahmen zu setzen, damit wir die Versorgung sicherstellen. Denn die Ansprüche, die die Versicherten heute haben und die Sorgen, die die Versicherten heute haben, können nicht mehr durch das System, das aus dem Jahr 1955 stammt, gelöst werden, sondern wir müssen gemeinsam mit unseren Vertragspartnern versuchen, wie wir der Situation, dass wir von Montag bis Freitag Versicherte haben, die einen Arzt in Anspruch nehmen wollen und am Nachmittag vielleicht der eine oder andere Arzt gar nicht da ist, wie wir das gemeinsam schaffen. Da haben wir gute Ansätze mit unseren Ärzten schon gemacht, auch mit unseren Vertragspartnern. Es gibt Gruppenpraxen, Primärversorgungszentren, die geschaffen wurden. Ich glaube, das müssen wir forcieren und dann haben wir die Chance, auch ein modernes, leistungsfähiges Gesundheitssystem zu schaffen. Ganz kurz noch, sparen können Sie natürlich auch in der Bürokratie. Das war ja die Grundidee hinter der Fusion. Die ÖGK hat aktuell rund 12.000 Mitarbeiter. Wie viele werden Sie in 5 Jahren haben? Also ich lasse mich nicht an einer Zahl festnageln, wie viele Mitarbeiter wir haben. Fakt ist, dass in der Gebrauchsforscherrechnung, wenn Sie sie genau studiert haben, auch sehen können, dass die Steigerung der Verwaltungskosten von über 2% auf unter 2% sinken wird in den nächsten Jahren. Das heißt, wir haben natürlich auch vor, in der Verwaltung Sparmaßnahmen zu setzen. Aber ich möchte hier nicht meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichern. Wir haben auch eine Pensionierungswelle vor uns, sondern das Entscheidende ist, effizienter werden und für die Versicherten ein besseres Kundenservice zu schaffen. Aber vielleicht verunsichert es die Mitarbeiter mehr, wenn sie nichts Konkretes sagen. Vor einem halben Jahr waren sie nämlich noch konkreter. Da haben Sie den oberösterreichischen Nachrichten gesagt, mittelfristig wird es eine Reduktion von 1.500 Dienstposten geben. Nein, ich habe in den oberösterreichischen Nachrichten gesagt, dass es mittelfristig eine Pensionierung gibt, dieser Anzahl, und dass wir uns überlegen müssen, ganz gezielt, welche Positionen wir nachbesetzen und wo wir vielleicht durch Synergieeffekte einsparen können. Es kann aber auch durchaus sein, dass wir zum Beispiel in einem Bereich Mitarbeiter nicht nachbesetzen, aber im Bereich des Kundenservice für unsere Versicherten sogar verstärkt Mitarbeiter brauchen, weil wir das Service verbessern wollen. Gut, den oberösterreichischen Nachrichten, jedenfalls haben das die oberösterreichischen Nachrichten geschrieben. Ich nehme an, das Interview war autorisiert, haben Sie gesagt, mittelfristig wird es die Reduktion von 1.500 Dienstposten geben. Es wird mittelfristig die Frage geben, wie viele Mitarbeiter wir in welchen Bereichen einsetzen. Aber ich möchte noch einmal sagen, eine Zahl können wir heute nicht festlegen. Es gibt die ÖGK seit 50 Tagen und in 50 Tagen zu verlangen, ein komplettes Einsparungskonzept vorzulegen im Bereich der Verwaltung, ist selbst für die besten Manager eine sehr schwierige Herausforderung. Ich denke, lassen Sie mich einmal arbeiten, messen Sie mich an dem, was am 30. Juni 2024 herauskommt. Das ist das Ende meiner Periode. Und wenn Sie dann feststellen, dass wir einerseits eine schwarze Null haben und dass wir in der Verwaltung eingespart haben, dann können wir gerne noch einmal darüber reden. Herr Wurzel, werden Sie dann wieder einladen. Danke für den Besuch im Studio. Danke. Und wir wechseln damit das Thema. 2,5 Millionen Lkw fahren jedes Jahr über den Brenner von Tirol nach Italien. Das sind fast 7.000 Lastwagen jeden Tag. Und trotz aller Versprechungen und Beschränkungen werden es jedes Jahr noch mehr. Die EU-Kommission hält die Fahrverbote und die Blockabfertigung in Tirol für eine Behinderung des freien Wettbewerbs. Der Tiroler Landeshauptmann hingegen wünscht sich mehr Hilfe aus Brüssel, um den Transit zu begrenzen. Und er hat heute auch Unterstützung aus Wien bekommen. Regina Pöll berichtet. Die Brennerautobahn. Hier werden die Lkw Jahr für Jahr mehr. Der Transit bringt die Anrainer im Wipptal in Rage. Wipptal ist eine Katastrophe auf der Autobahn. Kolonnen, Kolonnen von Transit. Leute, die eben bei uns da durchs Dorf fahren, sie können genauso über die Autobahn fahren oder verstehen nicht, warum sie da alle durchs Dorf fahren müssen. Problematisch finde ich das definitiv, ja. Ich bin sicher auch ein Europäer, aber das ist untragbar, was die mit uns aufführen. Den Ärger noch angefacht hat die EU-Verkehrskommissarin bei einem Transitgipfel am Freitag in Innsbruck. Sie pocht auf den Binnenmarkt.
Deutsche oder Italiener dürften nicht unter einseitig verordneten Fahrverboten oder Blockabfertigungen leiden. Der Brennerkorridor gehört nicht nur den Bewohnern Tirols. Es ist ein Korridor für die Europäer. So können sie als Touristen oder Geschäftsleute mit ihren Gütern, ihren Autos von einem Teil Europas in den anderen gelangen. Hinter den Kulissen soll die Kommissarin noch viel schärfer gegen Tirol gewettert haben. Bundeskanzler Kurz jedenfalls rückt heute gemeinsam mit Landeshauptmann Platter zur Verteidigung aus. Ich halte die Aussage, dass Tirol ja den Binnenmarkt verlassen kann, eigentlich für ungeheuerlich und alles andere als lösungsorientiert. Ich halte es für entscheidend, dass wir uns hier wehren. Und je weniger Verständnis es bei der zuständigen Kommissarin gibt, desto eindeutiger müssen die Tiroler Maßnahmen sein. Es war die einzige Absicht der Kommissarin, dass wir in die Knie gezwungen werden und dass wir bestimmte Maßnahmen, Notmaßnahmen zurücknehmen. Und das war undenkbar, dass wir so etwas tun. Die Kommissarin selbst hat das bisher nicht kommentiert. Ihr Sprecher wiederholt in Brüssel ihre Aussagen der Vorwoche. Wir müssen eine gemeinsame Lösung für alle betroffenen Mitgliedstaaten finden. Wie die aussehen könnte, bleibt weiter.